Hallo, liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera. Moin, moin. Und ich, wir begrüßen euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Ihr seht es, Wintereinbruch am Forellensee in der Angelanlage Millerscheid. Das passt mir richtig gut in den Kram, denn ich hatte zum Ziel, heute ein Winterforellenvideo zu machen. Und da passt dieses Szenario hier natürlich perfekt. Das habe ich so nicht geplant, aber gestern Nacht ist hier der Schnee gekommen und auch über Nacht eisige Temperaturen. Das passt hervorragend, denn jetzt, liebe Leute, jetzt beginnt die Zeit für mein geliebtes Standangeln auf die Lachsforellen am Forellensee. Das, das Spoon und was weiß ich, Wobbler-Gedönsel, was der Ewald so gerne macht. Du bist nur faul. Kann man, hat man jetzt auch nicht anders erwartet. Also ja, das ist ja auch gut und das ist ja auch fängig. Mache ich auch gerne. Aber das Standangeln auf Forelle, wenn man sich mal gemütlich hinsetzen kann, die Winterlandschaft genießen kann, das mag ich doch am liebsten. Man merkt noch, dass der Karpfenangler in dir schlummert. Ja, das ist so. Das geht auch nicht raus. Deshalb mache ich ja das Standangeln so gerne. Und es ist in der kalten Jahreszeit auch besonders erfolgreich. Und genau dafür habe ich heute was richtig Cooles dabei, damit ihr auch erfolgreich Standangeln in der kalten Jahreszeit kommt. Ich habe auch den Christian nochmal drauf angesetzt, dass er was richtig Neues entwickeln soll für den Winter. Zeige ich euch gleich dann. Der Hammer. Ewald hat es noch nicht gesehen, der muss es gleich auch noch gucken. Jetzt machen wir erstmal den Rest vom Zeug klar. Dann geht's los mit diesem Video und dann alles Weitere. Ich wünsche euch viel Spaß beim Film. Montiert und kann es kaum erwarten, loszulegen. Aber erst muss ich natürlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe es ja angekündigt. Standangeln, mein geliebtes Standangeln im Winter mit die beste Methode, oder Ewald? Ja, man kann sich abstreiten, ne? Das stimmt. Also im Standangeln, dann stehen die Forellen, bei kaltem Wasser stehen die Forellen tief, sind auch nicht so mega aktiv, wollen auch keinem Spoon mehr hinterher jagen, besonders wenn es nachher richtig kalt ist. Das sagst du. Im tiefsten Winter. Und dann ist das Standangeln, wie ich es gesagt habe, vom Grund auftreibend mit auftreibenden Köder das Beste, meiner Meinung nach, was es gibt. Und das Bequemste natürlich auch. Und genau für diese Angelei haben wir euch bei uns im Shop von Absolut Angeln ein Standangel-Winterset zusammengestellt mit allem, was ihr für eine perfekte Winterstandmontage fürs Forellenangeln braucht. Ihr habt zwei Bleie dabei, die ihr als Laufblei montieren könnt. Es gibt zwei Bodentaster. Wir haben zwei spezielle Auftriebsvorfächer dabei. Die sind wirklich vorteilhaft. Das werde ich euch später nochmal erläutern, was der Vorteil dabei ist. Davon gibt es zwei. Es gibt Wirbel, es gibt ein Sortiment Stopper. Und als ganz Besonderes, ihr kennt es ja schon mittlerweile, Christian ist ja unser, ja, wie soll ich sagen? Unser Koch. Der ist ja in der Chemiebranche aktiv und der kennt sich deshalb besonders gut aus und der hat hier Christians Trauturbo entwickelt. Der hat in seinem Wohnwagen etwas gekocht. Wohnwagen? Ja, da du bist ja kein Seriengucker. Die Leute wissen schon, was gemeint ist. Also, ich weiß es nicht, aber macht ja nichts. Also, der hat ja Christians Trauturbo entwickelt, was sich auch schon zu einer richtigen Waffe am Forellensee entwickelt hat. Und ich habe ihm gesagt, mach mir bitte mal was für den Winter, speziell für den Winter. Und da hat er wieder gekocht. Bei sich im Wohnwagen. Wohnwagen in der Pampa. Und jetzt gibt es Christians Traut Turbo Winter Edition. Ihr seht es, sieht anders aus. Es ist auch ein Zwei-Phasen-Dip, aber eigentlich ist es schon fast ein Drei-Phasen-Dip, weil der ja schon aus drei Phasen besteht. Sieht anders aus, ist auch krasser, speziell auf den Winter zugeschnitten, auf das Aroma, was die Forellen im Winter so lieben. Und Ewald hat es noch nicht gerochen, nee. Deshalb, der kennt aber das Ursprüngliche hier, das kennst kenn du. Ich. Und deshalb kannst du jetzt mal vergleichen, wir tauschen die Kamera und dann darfst du mal ein Urteil abgeben. Gregor hat es gesagt, es ist ja ein Zwei-Phasen- bzw. ein Drei-Phasen-Dip hier. Ich mische die ganze Geschichte mal durch, damit das ganze Aroma und das ganze, die ganzen genau. ja,
die ganzen Zutaten sich schön vermischen. Und dann machst du eine Geruchsprobe? Ich muss zu einer Geruchsprobe hier mich hinstellen. Mal gucken, wie das riecht. Also ich halte mir das jetzt mal unter die Nase. Pass auf. Boah. Ja, das ist gleich mal eine andere Hausnummer, ne? Ja, also das normale Trauturbo, das ist ja dezent. Ja, also im Vergleich zu dem hier ist es dezent auf jeden Fall, aber das hier, da hat er ordentlich. Ja, ja, das ist nochmal eine Nummer stärker und speziell abgestimmt auf den Winter. Und es ist ja eigentlich kein Dip, es ist ja was zum Köder beträufeln eigentlich. So ist und, es. Und halt. Ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal weiter, mach mal den Köder dran und dann machen wir Trauturbo Winter Edition mal zum Einsatz kommen. Du darfst damit gerne angeln, dann stinken meine Finger zumindest nicht. Ja, das stimmt. Ja. Gregor, ich habe den Geruch noch in der Nase stecken. Das ist gut so. Ja, super. So. Meine Nasenhaare sind davon jetzt, ja, wie sagt man? Gereizt. Gereizt. Aber das ist ja schon mal gut, weil der Ewald mag ja, wenn ein Aroma sehr intensiv riecht. Ja, super. Da stehst du ja drauf, ja, das voll. Weiß ich. Volles Rohr. Und ich will jetzt ganz kurz mal was zur Montage erklären, die ich heute für das Standangeln hier, für das Winterangeln am Forellensee fischen werde. Natürlich mit den Bestandteilen aus unserem Winterset. Ich habe hier einen von den zwei Bodentastern montiert. Ihr habt es gesehen, es gibt auch noch Blei dabei. Bodentaster hat halt den Vorteil, wenn ihr ein Gewässer habt mit leichtem oder mit weichem Gewässergrund, dann wird die Schnur wegen dieser Antenne, die jetzt hier dran ist, oberhalb des weichen Bodens hinweggeführt. Und es kann nicht im Sediment versinken und die Forelle kann dann beim Biss gut Schnur abziehen. Die Bleie könnt ihr eher zum Einsatz bringen aus dem Set, wenn ihr an einem Forellensee mit einem harten Boden angelt. Da ist ein Blei besser, auch wenn man die Schnur dann besser spannen kann, um die Bisse besser zu erkennen. Aber wir haben ja beides dabei. Auf jeden Fall was dabei für eure Situation am Forellensee. Der Bodentaster wird frei laufend auf der Schnur montiert. Dann kommt einer von den Stoppern aus dem Set, dann ein Wirbel. Und dann habe ich dieses besondere Auftriebsvorfach hier, was wir dabei haben, genommen. Denn ihr fischt ja mit einem Köder vom Grund hoch. Wir werden heute Teig- und Bienenmade-Kombi machen. Man kann aber auch den Libra-Lure zum Beispiel nehmen. Den kennen ja die meisten, auch eine Köderlegende. Diese ganze Kombi könnt ihr natürlich auch, dieses Set, hervorragend für das Angeln mit den Libra-Lures einsetzen. Also dafür geht es auch, nicht nur für das, was wir heute machen. Und das Besondere bei diesem Auftriebsvorfach, was wir dabei haben, ist, ist ja häufig so, dass man diese Auftriebshöhe durch ein Bleischrot auf der Schnur festlegt. Und dann bis zu diesem Bleischrot kann dann die Montage oder kann dann der Köder auftreiben. Problem beim Bleischrot ist aber, wenn man das zu fest auf die Schnur klemmt oder es hin und her bewegt, dann kann das die Schnur beschädigen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt. Dann kriegt ihr einen Biss, kriegt einen starken Fisch drauf und auf einmal im Drill macht es Peng, Vorfach ist durch und das war es dann. Und das lag in den meisten Fällen daran, dass dieses Bleischrot auf dem Vorfach die Schnur so beschädigt hat, dass es der Belastung nicht mehr standgehalten hat und das dann kaputt gegangen ist. Ärgerlich. Und mit diesem Vorfach hier kann das nicht passieren, denn ich zeige euch jetzt mal im nächsten Schritt, was das Besondere ist. Und dafür kann der Ewald mit der Kamera mal rankommen. Hier auf dem Vorfach befindet sich nämlich ein Tangstengewicht, kein Blei, kein Quetschblei, sondern dieses längliche Tangstengewicht. Tangsten ist qualitativ hochwertiger als Blei und auch umweltfreundlicher. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum das Ganze besser ist als ein Bleischrot. Denn ihr könnt es hier, an dem Ende sind hier so zwei, ja, wie soll ich sagen, so Gummistopper oder Gummizylinder drauf. Und deshalb könnt ihr das Ganze dann einfach so auf der Schnur hin und her ziehen, könnt dann die Auftriebshöhe variieren. Und weil das hier alles weich ist durch das Silikon bzw. durch das Gummi hier, wird das Vorfach nicht beschädigt und ihr müsst nicht Angst haben, dass es dann im Drill passiert, was ich gesagt habe. Große Lachsforelle dran, peng und das war es dann. Das kann hier mit dem Vorfach nicht passieren und deshalb denke ich, dass das optimal ist für die Angelei im Winter. Ich habe die Bienenmade jetzt schon hier angeködert. Die steche ich nur einmal hier durch den Kopfbereich, dass die vorne nachher auf dem Hakenbogen unten sitzt. Und dann ziehe ich jetzt ein Stück Teig noch auf, weil dieser Teig schwimmt ja. Und da möchte ich natürlich den Auftrieb mit erzeugen, weil nur die Bienenmade würde auf den Boden sinken. Das ganze Vorfach würde absinken und das wäre nicht so vorteilhaft. Apropos Vorfach. Dieses Auftriebsvorfach besteht auch aus Fluocarbon. Fluocarbon hat den Vorteil, dass es im Wasser sehr unauffällig ist. Und wenn die Forellen gerade vorsichtig beißen oder vorsichtig sind und vielleicht mal den Köder prüfen, das weiß man ja nicht, dann kann sie dieses Vorfachschnur hier kaum wahrnehmen. Und das ist natürlich besonders bei zickigen Forellen wirklich ein Vorteil. Jetzt platziere ich noch hier die Teigkugel an dem Haken, knete hier so rum.
Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört im Winter, Ewald. Tja, du wolltest ja unbedingt Standangeln. Ja. Das ist das Einzige, was mich stört, dass man sich hier die Finger so ein bisschen einsaut. Ja. Das finde ich nicht so schick. Es gibt ja immer irgendwas, ne? Aber ansonsten ist das Ganze jetzt fertig. Und jetzt kann ich meine Standrute auswerfen hier und dann kann der gemütliche Angelspaß im Winter kann dann losgehen. Nicht vergessen, das Ganze schütteln, damit die zwei bzw. die drei Phasen auch gut vermengt werden. Das seht ihr jetzt. Bis sich das entmischt, das dauert auch etwas länger als bei dem klassischen Trauturbo vom Christian. Nur damit ihr es wisst. Und dann gucken wir mal. Boah, ich sag's dir. Puh, ist krass, Ewald. Ja. Aber genau das ist das, was die Forellen mögen im Winter. Und jetzt mache ich da ein bisschen was drauf hier. Muss ein bisschen runterkommen, so groß bin ich nicht. Ja, Dankeschön. So, hier drauf. Komm mal ein bisschen näher. Er kann dann auch so ein bisschen in den Teig einziehen, an die Made ein bisschen was dran. Boah, yes, das ging das. Schnell wieder zumachen. Nicht, dass mir das in der Hose ausläuft. Dann habe ich ein Problem. Ja, gibt ja eine Waschmaschine. Ja, aber hier den ganzen Tag so rumlaufen, ja, besser nicht. Ich habe jetzt das Tangstengewicht hier so auf, was mag das sein, 40 cm. Das heißt, so hoch kann der Köder vom Boden auftreiben. Habe ich so eingestellt. Und jetzt werfe ich das Ganze mal raus. Hier mit unserer neuen Switch wieder auch perfekt für die kalte Jahreszeit. Da sage ich später noch mal was zu. Aber jetzt will ich erstmal die Rute oder beziehungsweise die Montage draußen haben. Denn wir wollen ja einen Fisch fangen. Und deshalb nur einen Köder, der im Wasser ist, kann einen Fisch fangen. Schön hinten in Richtung vom Rohr. Jetzt sinkt das Ganze ab. Dann spanne ich die ganze Montage ein bisschen. Dann kann ich, und danach kann ich die Rute dann hier entweder, gut, hier braucht man das nicht, weil es gibt, hier braucht ihr keinen Rutenhalter, weil hier gibt es so eine schöne Umrandung, wo man die Rute ablegen kann. Aber noch ein bisschen Spannung drauf. Und dann ist das Ganze fertig. Kann ich gleich noch meinen Stuhl aufbauen hier. Und frieren. Ja, aber ich bin ja warm angezogen. Du weißt ja, Ewald, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung, ja, oder wie sagt man. Der typische Kaffeetisch. Spruch da. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hole jetzt mal den Stuhl. Den baue ich auf und dann sind wir, gucken wir mal, was geht. Gregor hat schon Biss. Ich habe schon einen Bügel aufgemacht. Ich muss mich ja echt einen Zaun halten, nicht anzuschlagen. Ich hoffe, der kommt jetzt mal. Alter, was machst du denn da? Dein Biss filmen. Biss? Ja. Mein Gott, da sagt er mir auch nichts. Ja, wenn du deinen Stuhl holst. Ist er noch dran? Keine Ahnung. Peng. Hast du gedacht, ich veräpple dich? Du bist mir einer. Ja, sei froh, dass ich mir das anschlagen kann. Hast du nicht gedrillt? Ja, hast, genau. Ne? Oh, die bockt. Eieiei, das war nicht, man sieht gar nicht dein schönes Gesicht. Danke. Bitte. Geil, ey, die lag jetzt vielleicht, wollte gerade den Stuhl holen gehen. Und schon war sie dran. Geil. Das ist das Winterangeln, Leute. Da fängt die Rute auch, wenn man nicht da ist. Im Teamwork. Habe ich ja den Bügel aufgemacht, sonst... Ja. Und mich noch ein bisschen pranken wollte. Ja, klar. Oh, jetzt sieht sie. Ah, so liebe ich das. Der Bodentaster, der baumelt oben. Habe ich schon mit die richtige Tiefhöhe habe ich schon gefunden. Ja, aber die Rute, die bremst ihn gut aus. Herrlich. Schnee, kaltes Wasser und die Fische, die Forellen beißen. Ei. Komm, ich nehme mal den Kescher. Kann ich ja nicht erwarten, dass du mir den angibst. Ja. Ich muss ja die Kamera halten. Ja, komm. Ich lande jetzt mal den Fisch derweil. Jawohl. Gleich eine Lachsforelle. Petri. Ei. So stelle ich mir das vor, Leute. Standangeln. Und ich muss Christian natürlich jetzt gleich schreiben, dass Trauturbo Winter Edition gleich eine schöne Lachsforelle gebracht hat. Leute, ist das nicht geil? 10 Minuten lag die Rute und dann hat er schon gebissen. Schöne Lachsforelle. Genau so stelle ich mir das vor. Und jetzt geht's weiter. Bevor jetzt gleich wieder die nächste beißt, Ewald, glaube ich, baue ich erstmal den Stuhl hier auf. Ja, du bist eine alte Schwätztante. Nicht, dass hier du dann schon wieder den Bügel aufmachen musst. Ja, ich muss ja für dich schon angeln, filmen, alles machen. Ja, ich baue jetzt erstmal den Stuhl auf hier, damit ich mich mal gemütlich hinsetzen kann für meine Angelei. Du musst die vordere Fußreihe ein bisschen ausfahren, sonst... Sonst sitzt man nicht so gut. Dann geht ja, das mache ich jetzt gleich noch. Und dann will ich ja auch die Rute wieder drin haben. Denn Zeit ist Fisch, Leute.
wie es sich für einen guten Kollegen gehört, bringe ich auch den ganzen Klumpatsch. Ewald, du bist einfach der Beste. Guck wenn ich, mal. Wenn ich nicht deine wahre Natur kennen würde, dann würde ich sagen, du bist mein Freund. Ja, ja. So, jetzt mach ich mal einen neuen Köder dran. Ja, mach mal. Du musst ihn gar nicht bewegen. Du musst heute da wirklich einen faulen Larry machen. Ja, und nicht einen faulen Larry, einen Fang-Larry. Einen Fang-Larry. Gregor, der Fang-Larry. Ja. So, beködert ist wieder. Und jetzt muss natürlich noch Trauturbo Winter Edition wieder drauf. Also ich muss sagen, der Christian, der hat es ja echt drauf, aber der ist halt ja auch in der Branche und ist Meister, glaube ich, in seiner Berufsrichtung Chemie. Da erwarte ich das natürlich auch, aber der weiß wirklich, wie sowas funktioniert. Ja, schön drauf, auf die Bienenmatte. Ich drücke das auch immer noch so ein bisschen so rein hier in den Teig. Muss man halt gucken, dass das nicht diesen Ausgang hier vorne verstopft von dem Trauturbo. Boah, jetzt habe ich es am Finger. Jawohl. Naja, egal. Deckel drauf. Leute, immer Deckel drauf machen, sonst erlebt ihr eine böse Überraschung. Noch eine bösere als bei dem normalen Trauturbo. Und jetzt kann das Ganze, wie der Ewald sagen würde, auf Gewässergrund. Gewässergrund. Die ganzen Hose saue ich mir ein mit diesem Teig, aber das gehört dazu. Und jetzt werfe ich, glaube ich, wieder aus, wo ich gerade gelegen habe. Die Tiefe scheint ja zu stimmen, also die Auftriebshöhe scheint ja zu stimmen vom Köder. Wieder hinwerfen. Immer wichtig, abstoppen vom Einklatschen. Ach, ja, habe ich vergessen. Ich bin schon so euphorisch mit meiner Fangerei. Fangerei. Dass ich es vergessen habe. Jetzt würde ich mich ungern auf die Trauturbo hier draufsetzen. Hosentasche, Ewald. Gemacht doch. Ja, und dann kann ich mich endlich Platz nehmen. Jetzt seht ihr Gregor und seiner wahren Natur. Herrlich. Spanne ich die Rute jetzt ein bisschen, lege ich hier oben ab. So. Und bei der nächsten Köderkontrolle, Leute, da erzähle ich euch noch was zur Rute hier. Denn die passt perfekt für diese Standangelei im Winter. Was Besseres gibt es nicht mit der feinen Spitze, aber dazu später gleich mehr. Meine Anfangseuphorie, die ist ein bisschen oder hat sich ein bisschen verzogen, denn ich habe jetzt 5 Minuten keinen Biss gehabt, Ewald. Mensch, dann ist ja der ganze Tag eigentlich schon. Der ganze Tag ist gelaufen. Und deshalb mache ich jetzt mal Köderkontrolle. Ah, dafür muss ich aufstehen. Ich bleib hier unten. Filme ich dich von unten. Also, ich sehe, es ist noch alles dran hier an der Montage. Ich muss nichts erneuern, vielleicht gleich nochmal einen neuen Tropfen Trauturbo dran machen. Aber sieht alles noch so gut aus. Und jetzt kann ich mal zur Rute-Rollo-Kombo kommen, die wir dabei haben. Denn ich habe mir gedacht, es ist auch mal an der Zeit, eine spezielle Rute bei uns in den Shop zu packen, mit der ihr diese Angelei, die ich so liebe, perfekt machen könnt. Also das Standangeln im Winter. Und dafür haben wir wieder Himmel und Hölle für euch in Bewegung gesetzt, um ein richtig gutes Angebot zu kriegen. Und das haben wir jetzt bekommen. Wir haben nämlich die Switch Feeder 3 Meter bis 3,60 Meter, also eine Zwei-Längen-Route sozusagen, bekommen für euch zusammen mit der Colorado 2500 Free, also eine Freilaufrolle. Die bietet sich natürlich auch sehr gut für diese Angelei an. Könnt ihr hier hinten einfach den Freilauf einschalten und dann kann der Fisch auch beim Biss Schnur abziehen. Was ist das Besondere bei der Switch Feeder-Rute? Es ist eine leichte Feeder-Rute mit einer ganz sensiblen Spitze. Und diese sensible Spitze ist natürlich in der kalten Jahreszeit besonders wichtig, weil sie euch die Bisse so gut anzeigt. Wenn ihr irgendeine normale Grundrute oder sowas nehmt, da bekommt ihr den Biss eventuell gar nicht mit. Hier mit der Switch Feeder habt ihr 2 Spitzen dabei. Eine rote, etwas härtere würde ich jetzt sagen. Und eine grüne Spitze, die habe ich jetzt auch drauf gemacht hier, die grüne Spitze. Die ist noch sensibler und da bekommt ihr jeden Zupfer angezeigt, weil die so sensibel ist.
bis 80 Gramm Wurfgewicht. Ja, das braucht ihr hier nicht, aber keine Sorge, die Rute ist auf jeden Fall leicht genug fürs Forellenangeln. 3 Meter bis 3,60 Meter steht hier auch auf dem Rutenblank drauf. Und ja, ihr könnt hier natürlich dann in zwei Längen fischen. Und das Zauberteil hier ist dieses Zwischenteil, was ihr einbauen könnt. Ich habe jetzt hier die 3 Meter Version zusammengebaut, weil für dieses etwas doch übersichtliche Forellengewässer hier brauchen wir keine 3,60 Meter. Aber ihr könntet die Rute hiermit noch auf 3,60 Meter verlängern, wenn ihr weiter werfen wollt, wenn ihr vielleicht an einem größeren See angelt auf Forelle oder so. Das geht auch. Also Switch wieder. Richtig schöner Korkgriff hier. Also sieht wirklich klassisch gut. Und dazu die 2500er Colorado Free, die größere Colorado Free, die hatten wir auch im Sommer, vielleicht erinnert ihr euch an unserer Monster Telekombi fürs oder Combo fürs Aalangeln, hat sich super bewährt. Die Rolle hier, die läuft wie eine 1, Bremse ist super einstellbar, der Freilauf hier hinten einstellbar, also wirklich eine super Combo. Und wenn ihr das mal vergleicht, was das kostet, wenn ihr das separat irgendwo online oder beim Fachhändler kauft, da werdet ihr begeistert sein von unserem Angebot. Und damit nicht genug, ihr bekommt auch noch eine 2000 Meter Spule 20er Schnur dabei. Damit könnt ihr die Rolle hier mehrfach voll machen. Und wir packen euch natürlich auch, hoffentlich habe ich es jetzt in der Tasche, nein, in der anderen Hosentasche, packen wir euch auch natürlich auch noch Trauturbo Winter Edition ein Fläschchen hier dabei, damit ihr so richtig angreifen könnt. Leute, ich habe schon den Freilauf zugemacht. Ich wollte, dass der Ewald mal den Biss filmen kann. Und jetzt will ich aber auch anschlagen. Ja. Du bist ein Banger. Jawohl. Mega, ich liebe es, ich kann es nur betonen. Winterangeln am Forellensee. Jemand, was sagst du? Ja, was soll ich denn sagen? Petri, Alter, ich bin heute beeindruckt von dir. Ja. Richtige sportliche Meisterleistung hier von dir. Ich hab dir auch was mitgebracht, Ewald. Ja, was also, denn? Du kannst gleich auch angeln. Ui. Ja, das ist aber erstmal muss ich den hier in den Kescher kriegen. Ja. Eieieiei. Ich glaube, das ist auch keine Portionsforelle. Ihr seht, die Rute hier federt die Stöße gut ab hier von dem Fisch. Der bohrt jetzt hier in Grundnähe. Oh ja, Lachsforelle wieder. Ach, das macht doch richtig Spaß. Und der Biss war so richtig dip-dip, gut, bis der Ewald die Kamera anhatte. Ja, die braucht ja auch ein paar Sekunden. Hat es dann ein bisschen gedauert, aber ich habe dann extra noch mal drinnen gelassen, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht mit der feinen Spitze. Und die werde ich mir jetzt mal holen. Dann hol sie dir. Jawohl, ich hol sie mir. Oh ja, so ist auch gut. Ah ja. So ist auch gut. Petri. Und wieder eine Lachsforelle. Petri Champ. Schön. Schaut euch mal dieses schöne Möppelchen an hier. Aber wirklich. Herrlich. Switchfeeder hat es gebracht beim auftreibenden Fischen. Ja, geil. Mal sehen, was noch so geht, Leute. Guck mal, Leute, zwei schöne Lachsforellen schon hier im Schnee. Eine davon hast du gefühlt aus 300 Meter Tiefe hochgezogen. Ja, erzähl doch nicht so einen Quatsch, nicht, dass die Leute noch auf Ideen kommen. Ja. Da wird ja beim Raubfischangeln immer einiges erzählt. Aber keine Sorge, 300 Meter ist der See hier nicht tief. Da macht sie dicke Augen. Aber herrliche Lachsforellen hier in Millerscheid. So, lieber Ewald. So, lieber Gregor. Ich habe ja schon genug gefangen. Ich weiß, das passt dir gar nicht. Insgeheim gönne ich es dir. Ja. Aber, mein Lieber, damit du heute auch zum Angeln kommst, oh. Ich weiß ja, du als eingefleischter UL-Angler kannst ja die Finger nicht von der UL lassen. Du musst heute zugeben, ich habe mich heute zusammengerissen. Mit du ersten, hast dich mit, heute... Mit Laufprobe, erster Schmiss. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Du hast dich heute wirklich zusammengerissen und als Belohnung darfst du jetzt auch angeln. Geil. Ich habe dir nämlich mitgebracht... Die UL-Route natürlich. Dankeschön. Und unsere Turbo-Spoons hier, die haben wir nämlich jetzt wieder da bei uns im Shop von Absolut Angeln. Übrigens alles Tackle, was wir heute hier fischen, alle Sets, Links in der Videobeschreibung zu uns im Shop. Und auch hier zu unserem Turbo-Spoon-Set, die drehen wie Hölle. Ewald, du kennst die ja. Ich kenne die ja, die waren, ich war beim, wann war das, beim letzten Film, vorletzten, ach, keine Ahnung, sehr begeistert über das Laufverhalten, richtig Bombe. Die drallern wie Hölle, würde der Auwa sagen. Und es ist ja auch schon ein bisschen später, es ist schon wieder etwas wärmer geworden. Man merkt so richtig, dass der Schnee schmilzt. Ich denke, jetzt sind die Forellen wieder aktiver. Und jetzt kannst du dir einen aus dem Fünfer-Set hier von unseren Turbo-Spoons dran machen. Ja. Und dann gucken wir mal, ob heute auch was auf UL geht. Wäre ja cool. Also die Dinger sind auf jeden Fall super. Ihr werdet das gleich sehen. Die rauschen durchs Wasser, machen richtig Druckwelle, reizen die Forellen zum Biss. Und deshalb machen wir jetzt dir da einen dran. So, Ewald.
So, Gregor. Ich habe dir den größeren rausgesucht, hier mit diesen krassen Farbkontrasten. Ja. Ihr seht das schon, diese gebogene Form hier, die sorgt dafür, dass die im Wasser richtig gut laufen. Wie eine Spirelli-Nudel. Ja, so ähnlich. Und durch den Wirbel hier oben, den Dreifachwirbel, wird natürlich auch Schnurdrall minimiert, weil das dreht natürlich, ich habe es gesagt. Und wenn ihr den Wirbel nicht hättet, dann müsstet ihr entweder einen Dreifachwirbel verwenden oder hättet ganz schnell Schnurdrall auf der Rolle. Das wollen wir nicht. Und deshalb sind die hier schon dabei. Ich habe aber jetzt einen Snap montiert schon an der UL-Route. Ich packe dir den jetzt daran und dann kannst du loslegen. Macht das erstens anständig. Natürlich. Und zweitens, mir ist heute aufgefallen, heute arbeiten wir richtig Hand in Hand. Das stimmt. Ich bringe dir die Sachen, ja, ich mache dir den Bügel das auf. Das könnte man eigentlich immer mal so machen. Und du machst mir jetzt die Route hier fertig. Ja. Also wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, ich finde das ja auch mal gut, dass du heute mal nicht so FG warst, immer direkt schon ersten Wurf, da ist dann, ich meine, dass mein ganzer Regieplan ist dann schon immer für die Katz, weil ich muss ja die ersten Wurf machen. Ja, klar, du bist das. Naja. So, aber weil du dich so bewährt hast hier, ich hänge dir jetzt hier ein. Kannst du ihn da hängen lassen. Thomas Kuhn, ja. Bitteschön, und dann bist du dran. Dankeschön. Endlich darf ich mal zum Auswurf kommen. Zum Auswurf? Ja, aus dem Hals? Ich weiß, das habe ich schon mal in den vergangenen Videos mal gesagt, da bist du mal ordentlich drauf rumgeritten. Auf dem Auswurf. Deswegen habe ich jetzt extra nochmal Auswurf gesagt. Ja. So, fliegt wie. Mein Gott, wo sind wir hingefahren? Nicht, dass du den rübergeschmissen hast. Tatsächlich ja, jetzt ist er im Wasser. Na. So, ich lasse ihn mal absinken. Du hast ja die Fische jetzt tief gefangen. Versuch die Fische jetzt mal vielleicht auch im tieferen. Ja, mit dem größeren, schwereren kommst du natürlich auch tiefer runter. Ja, in den tieferen Gefilden hier abzufischen. Natürlich muss man jetzt bei Minustemperaturen, jetzt ist mittlerweile wieder über Plus, darauf achten, dass die Ringe nicht zu sehr zufrieren. Da muss man halt ein bisschen gegenwirken. Ja, aber das geht. Ja, es gibt ja so Tricks wie Vaseline, das kennst du, das hast du hier neben dem Nachttisch da bei dir stehen. Also ich glaube, du musst die Route gleich wieder abgeben. Oder, guck mal, da wird hat er die Route in der Hand, wird er direkt frech. Oder man macht halt den hier. Ja, ja. Dann hat man das. Schüttelst du dir ein, ne? Genau. Ja, ja. Jetzt habe ich wegen dir hier. Wegen mir schon wieder. Ja, wegen dir. Nee, nicht weil du rübergeworfen hast, ne? Also wie gesagt, entweder die Ringe einfetten in Form von Vaseline oder dann einem Labello. Aha. Oder halt zwischendurch mal. Oder mal einen runterschütteln, ne? Da am Ufer, weil ich da wieder rübergeschmissen habe. Ja. Man unterschätzt das. Mhm. Ich muss da gleich einmal rüber. Ja, man ja. Man unterschätzt, wie weit die fliegen. Und ja, liebe Leute, ich gebe mir jetzt Mühe, einen Fisch zu fangen. Und erstmal gehst du rüber und machst den los. Gehe ich erstmal rüber. Heute ist alles Turbo. Turbo Spoon, Turbo Trauturbo, Turbo Bienenmade, alles Turbo. Ich habe den Turbo fürs Standangeln und du hast den Turbo fürs UL-Angeln, ja, hier. Ja, die zappelt schon, weil hoffentlich ist das eine Portionsforelle. Wieso hoffe ich? Dachte, du willst eine große fangen. Ja, aber die passt so schön in die Pfanne. So, ein bisschen Bremse zumachen, ein bisschen Druck will ich schon machen. Ei, da kommt sie schon. Eine üppige Portion. Oh ja. Jetzt wie Krokodil. Oh ja. Schön. Hängt auch vorne. Ja, auf jeden Fall auch durchs Flache gezogen, durchs Tiefe gezogen, langsam. Oh. Jawohl, auch ein Lachs. Nicht deine gewünschte Portionsforelle. Üppige, große, ja, Forelle. Hervorragend. UL-Angeln ist eine feine Sache auf den Turbospuren. Ja, klappt auch, aber ist jetzt, weil es auch ein bisschen wärmer geworden ist. Ja, genau. Denke mal, das liegt daran. Ja, ein Fisch reicht mir eigentlich tatsächlich. Gregor, mit einem soll ich wieder angeln? Mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren. Ja, wenn du willst, kannst du jederzeit angeln. Ich habe ja die Route hinten noch liegen, aber es tut sich jetzt erstmal nichts. Nee. Aber das ist auch schon ein richtig schöner Lachs hier. Genau. Herrlich, im Sitzen drillen, Leute. So faul würde ich auch gerne mal sein. Mein Lieber, gibst mir mal den Kescher bitte. Kannst du selber aufstehen. Du hast zwei gesunde Beine. Hier, motz nicht rum. Aber ich muss ja zum Kescher jetzt trotzdem aufstehen. Ah! Ah, ich glaube, das ist aber keine. Jetzt gib doch her, mein Gott. Immer nur schlecht machen. Nee, ne? Ich mach doch nichts Schlechtes. Ah, ist eine Portionsforelle. Ist eine Portionsforelle hier. Na. Ich glaube, ich kurbel noch einmal Schnur hier. Kurbel dir mal einen da. Und dann werde ich den hier landen. Oh ja.
Ja, das ist eine spritzige Portionsforelle. Spritzig und agile, jawohl, Portionsforellen. Portionsforelle auch noch verhaftet. Sehr schön. Ich glaube, Leute, das wird jetzt so der Abschlussfisch sein. Denn wir wollen noch ein bisschen Spaß angeln ohne Kamera. Und ich glaube, mit so einer Portionsforelle hier können wir es gleich nochmal bewenden lassen. Ich hake die jetzt nochmal ab, dann zeige ich die nochmal. Zur Abwechslung jetzt mal eine kleine Forelle hier, eine schöne Portionsforelle. Das ist die Größe, Leute, die der Ewald so liebt. Ja klar, passt besser, also passt wunderbar in den Ofen. Also in den Tischräucherofen. Tischräucherofen und in die Pfanne, du. Ja, das stimmt. Das ist der Vorteil der kleinen Forellen. So, liebe Leute, ich würde sagen, jetzt ist hier heute Schluss für diesen Film zumindest. Denn ich muss ja dem Ewald zugute halten, er hat heute gut durchgehalten. Na siehste. Mit der Filmerei, war nicht so angelgeil, wie ich ihn sonst kenne. Tja. Und deshalb machen wir es noch ein bisschen Spaß angeln. Da kann der Ewald noch die Turbospoons durchdrehen an seiner UL-Route. Vielleicht fangen wir noch ein. Ich denke, ja, wir haben euch zeigen können, wie geil Standangeln im Winter ist und wie erfolgreich vor allen Dingen auch. Hier auch mit unserem neuen Trauturbo Winter Edition. Passt perfekt zur Jahreszeit. Wenn ihr ja das Tackle haben wollt, was wir heute gezeigt haben, das Standset, die Routen-Kombo hier, die ich wirklich empfehlen kann, oder auch die Turbospoons vom Ewald, Links in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Ewald, jetzt kannst du Gas geben. Ja, endlich. Für uns hier ganz privat. Wie soll ich sagen? Mich kratzt es kaum erwarten. Mich juckt es unter den Fingernägeln. Das ist auch gut so. Und jetzt ist Schluss für dieses Video hier. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Petri Heil. Ciao, ciao.